Willkommen zu einem neuen Tag in einer neuen Woche, schon etwas fortgeschrittener. Wir waren ein bisschen einkaufen. Wir waren einmal bei unserer Dorfbäckerei. Da haben wir einmal so eine Körnersemmel und so zwei Brezenzipfen mitgenommen. Und dann haben wir noch mitgenommen. Zweimal Teeblätter. Ich weiß nicht, ob man den sieht. Oder Teezungen. Manche sagen ja Teezungen. Und zwei Käsesemmel. Dann waren wir noch bei Edeka, da haben wir zweimal Ei mitgenommen, weil da ist bloß noch eins drin. Einen Speisequark, einen Skier wollte ich mal probieren, Bananen. Und dann haben wir mitgenommen einmal Weintrauben, die waren runtergesetzt, so, Garnelen sind das nicht, oder? Krevetten, sagt mir nichts, das sind halt die größeren. Krevetten, dann einmal, weil das fast leer ist, ein Paketband, Coleslaw-Salat von Pops, weil der runtergesetzt war auf 1,25. Dann einmal eine Butter mit Meersalz, ich liebe Butter mit Meersalz, 1,95. Champignons, Putenschinken, Gurken, Tomaten und Reiswaffeln, die gab's umsonst, genau. Und ich habe eine Lampe gekauft, diese da fürs Bad, weil ich eine schwarze rein will, passend zur Duscharmatur. Die hat jetzt bloß ein bisschen blau ausgesehen beim Auspacken, die werde ich mit euch noch auspacken. Ja, und eine Brand News Box ist angekommen. Ich werde das jetzt, Karteikarte noch für meinen Mann. Ich werde das jetzt alles verräumen und dann gucken wir weiter. Da gab es leider nur die normalen, nicht die Leute, deswegen habe ich die genommen. Es war ein kleinerer Edeka, dann den Speisequark nochmal, einmal eine rote Paprika und einmal in der Gouda. Genau, und dann habe ich gestern wieder Too Good To Go gekauft. Und zwar haben wir einmal ein Croissant, ein Salami-Baguette, ein Fleischpflanzelsemmel, also Frikadellensemmel, glaube ich, und eine Breze, Butterbreze. Und dann einmal ein Tomaten-Mozzarella-Baguette. Das schon auseinanderfällt leider. Ein Nusshörnchen, also extra, da muss ich auseinander, oder? Eine Breze und Schinkenstange, würde ich jetzt sagen. Und dann haben wir hier einmal auch wieder so Nuss- oder Schokohörnchen. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das süß oder ist das salzig? Naja, hier ist auf jeden Fall noch was Süßes drin. Auch nichts Süßes. So eine Stange mit Wurst, Butterbreze und eine Schnitzelsemmel. Genau, wieder für 10,50 Euro.
einmal Pancakes, dann hatte ich keine Lust mehr, deswegen Rührei, Bananenrührei, Bananenei-Rührei. Und einmal ein Skier mit Apfel und dem Flunky-Chaber und zwar Salted Caramel, genau. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Meine Haare nochmal zusammenbinden. Ich habe mich heute noch nicht, beziehungsweise ich habe mich diese Woche noch nicht viel gemeldet. Liegt einfach daran, dass ich diese Woche 6 Tage arbeite. Ich hatte nur den Dienstag frei und den habe ich mit Alex verbracht, weil Alex krank zu Hause ist. Was war diese Woche so los? Eigentlich nicht viel. Ich hatte ja am Montag Frühschicht. Haben wir dann noch was gemacht? Was habe ich montags gemacht? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall jetzt mit dem Studium schon weitergemacht. Ich habe das soweit fertig. Das, also die erste Facharbeit, die muss ich jetzt noch ausbessern, nochmal verbessern und dann wird die hochgeladen. Ich lasse nicht Korrektur lesen. Ich lade die einfach hoch. Kein Bock mehr. Und dann muss ich die zweite anfangen. Wunderbar. Aber bis 15. wollte ich fertig werden. Das heißt, ich bin gut in der Zeit. Das finde ich sehr gut. Seit Mittwoch habe ich jetzt Nachtschicht. Habe logischerweise die Tage nicht viel gemacht. Was auch. Gestern nur, da war ich bei meiner Oma, weil meine Schwester und meine Oma Geburtstag hatten. Also meine Schwester am 7. März und meine Oma am 9. Und da haben wir bei ihr Geburtstag gefeiert. War mega schön. Hat wieder mega viel gegeben. Dafür habe ich ja die Pizzabällchen auch gemacht. Pizzabällchen hat es gegeben. Zum Essen Wurstsalat und Nudelsalat. Und ganz viele Kuchen. Also die hat einen Käsekuchen gehabt, einen Zwetschgenkuchen, eine Schwarzwälder Kirschtorte. Meine Tante hat einen meine Güte, ein Tiramisu gemacht, das mega lecker war mit Mandarinen, da habe ich sogar noch ein Stück, esse ich vielleicht später. Ansonsten ist aber diese Woche tatsächlich auch nicht viel passiert. Ich habe halt überwiegend geschlafen und Fernsehen geguckt. Das ist eigentlich das, was ich immer in der Nachtschicht mache. Ich bin eh sehr produktiv in dem, dass ich mein Studium weitermache. So produktiv bin ich normal nicht. Ja, und habe auf jeden Fall heute noch und morgen noch. Habe letzte Woche noch eine Anfrage bekommen, ob wir Dienst machen können, Sanddienst. Was natürlich sehr toll ist auf eine Woche. Ich habe aber tatsächlich das hinbekommen, dank meines Bruders und meines Cousins, dass wir das bis jetzt bekommen. Weil es jetzt mein Bruder, ich hätte den Dienst auch selber gemacht, aber mit der Nachtschicht ist einfach blöd, weil das wäre von 10 bis 4 gegangen. Ich hätte mich dann schon nochmal hingelegen, aber da wäre ich mega fertig gewesen. Sehr, sehr fertig. Die Nachtschicht gestern, die war eigentlich, beziehungsweise die Nachtschichten allgemein, die sind okay. Wir hatten jetzt, glaube ich, jeden Tag 3 Einsätze. Ja, bis auf eine Nachtschicht, da war ein Einsatz wieder dabei, wo man gedacht hat, 3 Uhr morgens, wirklich, warum? Aber sonst tatsächlich alle gerechtfertigt, beziehungsweise Krankentransporte, ja, waren auch mit dabei, sollte ja eigentlich nicht so sein, aber können wir nicht ändern. Nein, aber sonst war es tatsächlich okay. Wir hatten immer so 2 Stunden Ruhe. Wir haben halt immer total weite Fahrten bekommen, tatsächlich. Also wo wir überall waren die letzten 3 Tage, schon viel, ja. Aber egal. Unsere Patienten haben wir alle sehr, sehr gut versorgt. Die sind jetzt da, wo sie hingehören. Also da, wo sie hin wollten, nicht wo sie hingehören. Und bin gespannt, wie es heute wird. Heute ist ja Samstag. Samstag ist es meistens noch ein bisschen schlimmer als Freitag. Bin gespannt. Und morgen wird dann hoffentlich ruhig. Obwohl es zurzeit immer so ist, dass es Freitag, Samstags ruhig ist und am Sonntag fährt man dann irgendwie. Warum auch immer. Normalerweise war Sonntag immer der Tag, wo ruhig ist, weil logischerweise ist Sonntag, da will keiner ins Krankenhaus, will keiner rumfahren. Genau. Ich habe mir, das habt ihr ja vorhin gesehen, Bananen, Pancakes und Rührei, nachdem ich keinen Bock mehr hatte, an der Pfanne zu stehen gemacht. Ich werde mir jetzt nochmal einen Kaffee machen. Ich bin nochmal eingeschlafen. Alex ist gerade unterwegs mit seinem Kumpel. Maya liegt hier. Hat heute früh schon Anschiss bekommen, weil wir sie rausgelassen haben. Und hinter unserem Haus ist ja ein Feld. Und ich lasse sie immer raus und in der Früh da gehen, Gott sei Dank, bei uns geht da niemand. Deswegen lasse ich sie raus, gehe rein und mache schnell was, bevor ich wieder rausgehe und sie reinhole. Beziehungsweise meistens kommen sie auch von selber rein. Aber nicht nur, wenn eine Katze draußen ist. Und dann hat sie auf einmal gebellt. Sagt mein Mann, wieso bellt jetzt Maya? Da habe ich mir schon gedacht, muss ich rausgucken. Und dann war die Katze hinten am Feld. Und natürlich, Maya rennt nicht, solange die Katze still bleibt. Aber wenn die Katze das Rennen anfängt, rennt Maya nach. Also sie kommt sowieso nicht nach, beziehungsweise sie hört dann schon, wenn man ihr schreit, aber sie rennt erstmal so 5 Meter nach. Natürlich geschrien, dass sie zurückkommen soll, war ein bisschen not so amused. Ja, aber natürlich ist sie wieder zurückgekommen. Die ist auch der Katze nicht nachgekommen. Ja, ist halt doof, weil bei uns wirklich sehr, sehr viele Katzen in der Nachbarschaft sind. Ja, ich habe bis jetzt noch keine erwischt. Gestern war echt mega Wind. Bei uns stehen ja die Autos in der Arbeit draußen und daneben, direkt beim Parkplatz, sind Bäume und vorne ist ein Baum da, wo es lauter Äste runtergehauen hat. Ich habe so gehofft, dass nichts auf mein Auto kommt. Aber ich habe mich zu einem Baum hingestellt, der anscheinend das gut ausgehalten hat. Deswegen da war ich sehr, sehr froh drum. Tatsächlich, weil ich echt Angst hatte. Der Wind, der war echt abartig und es hat auch einige Mülltonnen umgehauen. Wir haben ein paar aufgestellt, weil ich immer sage, Unfallvermeidung, ich stelle die lieber auf in der Nacht, wenn ich sehe, dass ihm eine umgefallen ist, außer wir haben den Patienten dabei. Also wir sind
Das war direkt bei uns an der Wache. Da ist eine Papiertonne auf der Straße gelegen. Und das Problem ist, wir sind aber zu einem Notarzteinsatz gefahren. Habe ich gesagt, wenn wir zurückkommen, dann müssen wir die aufstellen, weil nicht das, was passiert. Etwas Gutes für die Menschheit getan. Und auch für uns, weil wir dann keinen Einsatz haben. Wenn da jemand dagegen fährt, dann dürfen wir wieder ausrücken, weil es ein Unfall gebaut wurde. Also Win-Win-Situation. Genau, sonst, ich habe eine Aromalampe bestellt, die ich aber jetzt nicht aufmachen werde, weil meine Mama jetzt auch eine bestellt hat und ich habe dann gesagt, sie soll meine gleich mitnehmen und ich warte dann auf die zweite, die ich bestellt habe, die nimmt jetzt mein Bruder morgen mit, wenn er zu meiner Mama fährt, also zu meinen Eltern fährt. Die Wohnung unten, die wird übrigens frei, also Wohnung ist ja unser Haus. Er hat ja bloß hier gewohnt, bis die Ausbildung fertig ist, weil er jetzt bei meinen Eltern auch im Rettungsdienst anfängt, aber eben in einem anderen Landkreis. Und da zieht er um, hat gestern auch die Wohnung bekommen. Meine Mama hat ihn so richtig verarscht, so, ja, und die Wohnung, die bekommt, die ist jetzt schon vergeben und bla blub, schon so mega traurig. Und mein Bruder dann so, ah ja, okay, hilft nicht. Dann sagt mein Papa, ja, und ich... So richtig mies. Keiner geglaubt. Ja, jetzt wieder umziehen. Unten die Wohnung wird dann leer. Also wir haben ja 3 Stockwerke und könnte man 3 autarke Wohnungen draus machen. Sind jetzt schon am Überlegen, was wir damit unten machen. Wissen wir noch nicht so ganz. Ja, aber irgendwas werden wir schon finden. Weil eigentlich sind wir, so wie die Räume jetzt sind, eigentlich versorgt. Bis unten bräuchten wir rein theoretisch noch nicht noch mit dazu. Das ist halt gedacht irgendwann vielleicht mal, wenn von unseren Eltern jemand nicht mehr kann oder alleine ist, dass die dann da einziehen können und versorgen. Sind. Genau. Sonst, heute ist nichts los, morgen ist nichts los. Wie gesagt, mein Bruder macht den Dienst. Ich hätte eigentlich heute JRK gehabt, da ist ja meine Cousine und mein Neffe mit dabei. Und dann habe ich gestern gefragt, ja, ob sie kommen. Aber meine Tante fährt mit meiner Cousine heute weg, also die wird nicht kommen. Und meine Schwester hat gesagt, dass mein Neffe unbedingt mal Ruhe braucht, beziehungsweise auch ein bisschen kränkelt. Dann habe ich den anderen Kindern geschrieben, ob die kommen. Die haben dann gesagt, dass sie Corona haben. Und dann habe ich gesagt, dann bleibe ich gleich zu Hause, weil das kann sie machen, wenn ich dann alleine vorne sitze, logischerweise. Und ich Nachtschicht hatte, so wäre ich um 10 aufgestanden. Jetzt bin ich heute früh ins Bett und habe bis 12:30 geschlafen. Also tatsächlich, die ersten 2 Nächte habe ich nur bis 11 schlafen können, warum auch immer. Aber heute habe ich richtig lang geschlafen. Das habe ich gut getan. Ich war auch die letzten Tage, die letzten 2 Tage echt fertig. Wirklich fertig. Genau. Ich stehe jetzt mal auf, weil ich mir einen Kaffee machen möchte. Und zeige euch die Lampe, die ich bestellt habe, beziehungsweise ich habe mir auch ein Nagelset bestellt. Das will ich euch auch zeigen. Das zeige ich auch nochmal in einem extra Video, weil ich mir gedacht habe, das teste ich im Video mit euch. Ach ja, und ich wollte euch noch was zeigen. Machen wir bis kurz an hier. So, und zwar habe ich einmal bekommen von meiner Freundin und Kollegin, die hatte heute Dienst. Das hatte ihre Mama in der Box drin und die vertrauten kein Vanille nicht. Natural Deodorant, Natural Deo Cream, Ben und Anna, Vanilla Orchid. Bin ich echt gespannt, vertrauten sie nicht, dann habe ich bekommen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Und meine Freundin und Kollegin, die hört leider auf bei uns zu arbeiten und hat mir so zum Abschluss... Die war jetzt in Dubai, 2 Masken mitgenommen. Mega interessant. Ich bin so gespannt. Und zwar einmal Air Mask 24 Watery und einmal Snowy. Bin ich gespannt. Bin ich so gespannt. Habe ich schon gesagt, wird die kühlen? Da auf jeden Fall auch vielen lieben Dank. Ich habe mich mega gefreut. Wirklich mega gefreut. Kann ich auf jeden Fall brauchen. Ich und Masken. Dann, das ist das Set, das ich gekauft habe. UR Sugar Extension. Juna. Keine Ahnung. Nee, Gel Kit. Das ist auf jeden Fall 15 Gramm. Das ist UV und LED Cured. Ihr wisst es ja, ich habe... Beziehungsweise ihr wisst es nicht, aber das seht ihr noch. Bei Action. Von Action eine LED- bzw. UV-Lampe geholt. Also die kann beides. Und dann habe ich mir gedacht, kaufe ich mir jetzt UV-Nagellack. Ich glaube, nein, das ist beides, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall so Gel mit so Tipps, wo man das so reinstreichen kann, dann auf die Nägel und die wieder runter tun. Also das sind sozusagen Formen, die bleiben nicht drauf und das wollte ich schon lange testen. Da sind eben 2 dabei. Hier ist auch, hier sind auch 2 Pfeil mit dabei, eine schwarze und eine weiße. Genau, und dann gucken wir eine Pipette, und zwar Extension Nail Gel Slip Solution. Einmal UV Base Gel, und das ist der Top Coat, und da kann man das auch eben mit diesen Färmchen machen. Die steckt man eben so vorne in den Finger und kann dann den Nagel machen. Da kann man eben recht gut spitze Nägel machen. Ich werde aber wahrscheinlich die Plastikformen verwenden. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ist das sogar eine Anleitung? Ja, eine Anleitung für jeden. Ja, und da ist dann noch dabei eben die 4 Farben. Das sind 2 stark glitzernde Farben und 4 matte Farben. Bin ich mega gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, was das hier ist. Mal gucken.
können wir jetzt? Ach ja, also hier haben wir einmal einen Pinsel, ist ja auch cool, und einen Spatel. Und da ist dann eben noch dabei einmal so ein Clip zum Befestigen und zwei so Glitzerteile, Sachen, Glitzer. Ja, genau, und das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vor allem dieses Graue in Matt hat mega cool ausgesehen, da bin ich mega gespannt, wie die Sachen sind. Will ich unbedingt mal testen, bin ich sehr gespannt. Genau, und das zweite, was ich euch zeigen will, ist die Lampe hier. Die Lampe, die habe ich fürs Bad gekauft. Ach ja, was ist da noch mit drin? Zum Befestigen? Keine Ahnung. Die soll eben schwarz sein mit so Schirme dran. Ja, bin ich mega gespannt. Meine Schwester und meine Tante sind heute beim Action. Da gibt's sehr, sehr gute LED-Lampen, die auch so bunt machen können und mit Alexa und Google kompatibel sind. Und da habe ich gesagt, wenn sie welche bekommen, sollen sie, wenn es geht, vier mitnehmen. Wenn welche da sind, sie brauchen auch welche. Wenn nicht, dann habe ich gesagt, so viele, wie es halt geht, bis maximal vier. Weil ich oben dann die vier Räume außer dem Bad, weil da haben wir jetzt die Lampe, die vom Action dran tun will. Also im Ankleidezimmer, aktuellen Filmzimmer, im Schlafzimmer und im Büro, weil das echt keine guten Lampen sind. Und dann haben wir im Bad oben eine relativ neue Lampe. Das ist ungefähr so wie die LED-Lampen, die sind also wirklich sehr hell, nur in klein. Die ist echt gut, die wird dann rüber ins Büro kommen, weil, ich zeige euch mal meine Lampe im Büro, die ist jetzt nicht so hell. Also wenn ihr das ansieht, die macht nicht so wirklich hell, deswegen. Da kommt auf jeden Fall eine neue ran. Hier will ich auch auf jeden Fall noch neue ran, weil seht ihr auch die ja. Nicht so meins, sagen wir es, wie es ist. Genau, und das sind die Lampenschirme. Ich bin bloß mega gespannt. Also das ist auf jeden Fall grau. Das sieht hier so blau aus. Das sieht tatsächlich bläulich aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Folie drumherum macht. Also ich hoffe es, sie soll auf jeden Fall schwarz sein. Ja, bin ich sehr gespannt. Immer wenn das Licht da so drauf scheint, dann sieht die blau. Seht ihr das? Hier kann man es sehr gut sehen. Also ich hoffe, dass das nicht so ist, aber okay. Hier sieht sie auf jeden Fall auch schwarz aus. Genau, die muss ich noch unboxen. Ja, und die Zoreal-Box ist gekommen. Die steht hier draußen noch. Muss ich auch unbedingt drauftragen. Und hier oben, also hier ist die Zoreal-Box und hier oben ist eben die Lidl-Duftlampe. Die wird aber meine Mama bekommen und ich habe mir eine neue bestellt. Genau. Also genug eingekauft. Reicht jetzt wieder für diesen Monat. Ich wollte euch noch sagen. Wir gucken jetzt gerade Modern Family. Ich liebe es. Ich finde es so lustig. Das ist eine Sendung, die ich und Alex gerade für uns entdeckt haben. Und was wir auch gucken ist, also was ich gerade gucke, ist New Amsterdam. Finde ich mega, die Sendung. Finde ich echt mega. Kann ich euch empfehlen. Und sonst war es tatsächlich für heute. Ich werde mich wahrscheinlich morgen hoffentlich nochmal melden, dass der Vlog nicht allzu kurz wird und nicht nur aus Einkaufen besteht. wie gesagt, vielleicht bekomme ich die Lampen. Weiß ich nicht, ob ich die dann bis morgen schon bekomme, aber mein Bruder, der wäre eigentlich bei meiner Oma, dann könnte er das mitnehmen. Vorausgesetzt, die bekommen welche. Ja, genau. Bin einfach mega fertig. Ich werde jetzt die Kamera ausmachen und werde mir nochmal einen Kaffee gönnen und hoffen, dass mein Hirn ein bisschen normaler wird. Wir sehen uns. Bis dann.